Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ario Seto ist mein Name. Ich bin ein Mitarbeiter am FFGI. Und es ist mir heute eine Ehre, eine besondere Ehre, Ihnen, Herr Hamed Abdelsamad, vorstellen zu dürfen. Als Promi-Politologe und Islamkritiker braucht er eigentlich keine Vorstellung, aber sowieso mache ich ja auch noch gerne. Herr Abdelsamad arbeitet am Lehrstuhl für Islamwissenschaft der Universität Erfurt und am Institut für jüdische Geschichte und Kultur der Universität München. Er ist Mitglied der Deutschen Islamkonferenz und der Spiegel beschreibt er als Kämpfer für die Freiheit. Mit einer Veröffentlichung pro Jahr und sogar manchmal zwei in einem Jahr, zum Beispiel in 2016, zählt Herr Abdelsamad zu den profiliertesten islamischen Intellektuellen. Einige von seiner mega großen Publikationsliste sind, also ich habe hier 20 Listen, aber ich werde nur 5 nennen. Der Untergang der islamischen Welt, eine Prognose in 2010. Krieg oder Frieden, die arabische Revolution und die Zukunft des Westens in 2011. Zur Freiheit gehört, den Koran zu kritisieren, zusammen mit Herr Khushide in 2016. Der Koran, Botschaft der Liebe, Botschaft des Hasses in 2016, Integration, ein Protokoll des Scheiterns in 2018, ganz frisch. So, Herr Abdelsamad, ich gebe Ihnen das Wort und wir freuen auf Ihren Vortrag. Es ist für mich eine Premiere heute. Zum ersten Mal werde ich an einer deutschen Universität eingeladen, um explizit über Islamkritik zu sprechen. Das hat es noch nie gegeben. Ich habe vorhin, das hat auch seine Gründe. Es gab in der Pause kein vegetarisches Essen und ich musste zum Kantine gehen, um Mittag zu essen. Und dann habe auf dem Weg den Schreibtisch von Theodor Adorno gesehen. Von ihm stammt ein Zitat, was für mich sehr interessant ist. Er sagte damals: Eine abweichende Meinung wird in Deutschland zwar zugelassen, aber sie wird sofort gereizt geahndet. Und das gilt für Kritiker aus unterschiedlichen Positionen. Es ist nicht so, dass man Islamkritik nicht betreiben darf. Ich darf ja meine Bücher schreiben, auch mit ganz provokativen Titeln. Aber die Art und Weise, wie man mit der Kritik umgeht, aus politischer Sicht, auch in der akademischen Welt. Ich war, wie vorhin genannt wurde, am Lehrstuhl für Geschichte an der Universität München tätig bis 2009. Bis ich mein Buch Abschied vom Himmel veröffentlicht habe, da kam mein Professor auf mich zu und sagte: Hamed, wenn du in Deutschland Karriere machen willst in der akademischen Welt, sollst du den Finger von Islamkritik lassen. Das und hat mir eine Geschichte eines Menschen erzählt, der eine Professur nicht gekriegt hat, weil er eher einen indischen Weg gegangen war. Ich habe die Uni verlassen, um frei mein Wort so zu sagen, wie ich denke. Und ich glaube, das ist ein Problem von vielen Menschen, auch in der akademischen Welt. Es tut mir in der Seele weh, wenn ich Professoren und Doktoranden und wissenschaftliche Mitarbeiter immer wieder treffe, die mir auf der Schulter klopfen und sagen: Ich finde das toll, was du sagst, ich bin voll auf deiner Seite. Und wenn ich sie sehe, wie sie öffentlich auftreten, dann dreht es mir im Magen. Das können sie nicht. Das ist genauso wie die Kollegen von Mohammed Khorshid, die sagen: Ich kann so ein Buch nicht schreiben, obwohl sie genau auf unserer Seite eigentlich sind, weil man weiß ganz genau, mit Islamkritik kannst du keine Karriere in Deutschland machen, politisch gesehen nicht und in der akademischen Welt nicht. Das ist eine Tatsache. Das liegt daran, das hat viele Gründe. Das hat damit zu tun, dass die Politik das nicht will. Wir sind gute Partner mit wichtigen Staaten wie Saudi-Arabien und Katar und Türkei und sogar mit dem Iran. Die Wirtschaft will das nicht. Diese Länder haben auch hier ihre Lobbyisten, leider mittlerweile auch an Universitäten.
ganze Zentren werden von den Golfstaaten finanziert und die kümmern sich darum, Begriffe wie Islamophobie und antimuslimischen Rassismus zu salonfähig zu machen und alles Keule zu benutzen, damit keine Kritik nicht am Islam, sondern an Islamisten, damit nicht Erdogan kritisiert wird, damit Muslimbrüder nicht kritisiert werden, damit sie im Schatten dieser Angst vor dem Vorwurf des Rassismus ihre Infrastrukturen aufbauen. Das ist auch ein Grund, warum Islam Kritik unerwünscht ist. Und das gilt eigentlich insgesamt für Religionskritik. Die SPD feierte vor kurzem das 150. Jubiläum von Karl Marx. Und die Eröffnungsveranstaltung fand in der Kirche in Trier statt. Und es wurden sogar Aussagen von Karl Marx verfälscht, damit das Wort Religion nicht fällt. Also der Oberreligionskritiker aller Zeiten, man feiert seinen 150. Geburtstag oder Jubiläum und blendet vollkommen seine Religionskritik aus. Wir sind ein religionsfreundliches Land, hat die Kanzlerin gesagt. Wir sollten menschenfreundliches Land, das würde reichen, sein. Das, absolut. Wir leben in einem Land, wo ein bekannter Gefährder in Mönchengladbach mit einer Waffe frei auf der Straße herumlaufen kann, ungestört, und ein Islamkritiker 6 Bodyguards braucht. Das ist die Realität 2019 in Deutschland. Wer hat uns das verbockt? Die falschen Einschätzungen der Politik? Dass Warner wie Bassam Tibi und vielen anderen nicht gehört wurden? Man hat sie belächelt. Wenn man heutzutage ein Doktorand ist, der unter Bassam Tibi promoviert hat, wenn er sich nicht von Bassam Tibi distanziert, dann hat er keine Chance auf der akademischen Welt. Das ist die Realität in Deutschland. Ich glaube, Susanne Schröter kann das bestätigen. Warum ist das so? Warum ist das so? Von allen Seiten werden Kritiker belagert. Die Politik will uns nicht. Wir sind Störenfried. Die Wirtschaft sieht ihre Geschäfte gefährdet. Man will Katar und Saudi-Arabien, die gemäßigten Staaten des Nahen Ostens, nicht verärgern. Man will die religiösen Gefühle der Muslime in Deutschland nicht verletzen. Und ich habe mich irgendwann entschieden, ich beuge mich nicht der Macht der Gefühle. Wer vernünftig seine Gedanken zum Ausdruck bringen will, darf sich dieser Macht der Gefühle nicht beugen. Man darf sich nicht dieser emotionalen und auch intellektuellen Erpressung nicht beugen. Das geschieht uns allen ständig, dass wir moralisch und intellektuell erpresst werden. Hast du nicht Angst, dass deine Worte vom rechten Lager missbraucht werden oder für Gewalt? Das sind die gleichen Leute, die mir erzählen, der IS hat den Koran falsch verstanden und missbraucht. Das heißt, und ich antworte immer, wenn Gott, der Allmächtige, selbst sein Buch vor Missbrauch nicht schützen konnte, wie kann ich Sterbliche das machen? Das sind die gleichen Leute. Also der Koran wird falsch interpretiert, aber mein Buch wird für Gewalt missbraucht. Ich bin für den Anschlag in Neuseeland verantwortlich gemacht worden, weil ich den Islam kritisiere. So weit sind wir schon gekommen. Ich kann das verstehen, wenn man mir das vorwirft, aber dass auch Susanne Schröter auch diesen Vorwurf kennt. Und das hat mit dem Islamismus direkt zu tun. Das hat mit dem Islamismus direkt zu tun. Der Islamismus kann nur unter zwei Umständen leben. Entweder als Opfer, verfolgt, in einer selbst erwählten Exil, oder als Machthaber,
der alles von oben bestimmt. Der Islamismus hat im Laufe der Geschichte nie als Teil einer Gesellschaft einfach so koexistiert mit den anderen. Und da bin ich anderer Meinung mit Mohammed Khurshid. Diese Opferhaltung hat Tradition in der islamischen Geschichte. Also die erste Gründung des Islam basierte auf einer Opferhaltung. Wir werden unterdrückt, wir dürfen unsere Religion nicht ausleben. Die Migration nach Medina, die Gründung einer Armee, um aus dieser Opferhaltung zu kommen. Die Haltung gegenüber Juden und Christen damals. Und die Juden und die Christen werden mit dir nicht zufrieden werden, bis du ihrer Religion folgst. Eines Tages, sagt Mohammed, werden die Nationen, die Völker, euch umzingeln, wie Hungrige, die um ein Bankett sitzen. Und sie wollen euch fressen. Das ist Opferhaltung. Das ist Verschwörungstheorie und das ist 1400 Jahre alt. Immer im Laufe der islamischen Geschichte, immer wenn eine Krise kam, natürlich gab es diese wunderbaren Zeiten in Bagdad und Cordoba, wo Christen und Juden zusammen gelebt haben, auch kooperiert haben und auch gemeinsam eine Kultur geschaffen haben, die nur durch diese Vielfalt möglich war. Und nur dadurch möglich war, dass es keine Berührungsängste auch mit Kritik gab. Es gab Zeiten, wo in Bagdad ein jüdischer Dichter die islamische Theologie und sogar den Koran durch Poesie kritisiert haben und einen Wettbewerb dadurch oder damit gewonnen hat. Wo ist das heute? Das heißt, man kann schon doch einen Zusammenhang zwischen Islamkritik und Erfolg in einer Gesellschaft finden. So, je mehr diese Kritik zugelassen wurde, war intellektuelle Gelassenheit da. Und je mehr diese Kritik kriminalisiert wurde, dann ging man unten. Dann kam Ibn Hanbal. Das war eine religiöse und intellektuelle Krise. Das war auf dem Höhepunkt der Macht im goldenen Alter des Islam. Aber Ibn Hanbal hatte Sorgen, weil es andere Rechtsschulen entstanden sind, wie die Mu'tazilisten, die andere Meinung über den Islam hatten. Und er wollte die Deutungshoheit über den Islam haben. Und deshalb war diese Schule auch so als Reaktion auch auf Öffnung oder Erneuerung. Die Gedanken von Ibn Taymiyyah, ein paar Jahrhunderte später, war genau aus einer solchen Situation. Das ist alles Islamismus. Es ist nicht erst mit dem Kolonialismus, sondern die zentrale Idee des fundamentalistischen Islam ist, der Mensch ist für den Islam da und nicht der Islam ist für den Menschen da. Der Mensch muss sich nach dem Islam richten und nicht umgekehrt, dass der Islam sich nach den Angelegenheiten der Menschen richtet. Und das ist der Grund, warum diese identitären Bewegungen innerhalb des Islam Erfolg haben. Schon vor der Einwanderung. Was hat Said Qutb in Ägypten gesagt? Das war eine innere Migration, hat er gefordert von den Gläubigen. Wir brauchen eine innere Migration, eine innere Hijra, weil diese Gesellschaft ist Gesellschaft der Jahiliyyah, der Unwissenheit, der Dunkelheit, weil die Herrschenden nicht nach dem Buch Gottes richten. Und deshalb müssen wir, und das ist dieser selbst erwählte Exil, von dem ich gesprochen habe, wo die Islamisten sich so wohlfühlen. Und dann kommen sie hierher nach Europa, sie erkennen die Aufklärung nicht, die können Freiheit nicht buchstabieren oder dulden, aber die profitieren von den Vorzügen der Aufklärung und der Freiheit. Sie wollen Glaubensfreiheit genießen, aber sie lehnen Religionskritik ab. Und für mich sind Glaubensfreiheit und Religionskritik ein Paket. Kann man nicht auseinander trennen. Leider, von vielen Seiten in der Politik merkt man, dass man gerne dieses Paket aufgetrennt haben will. Wer braucht heute schon Religionskritik? Wer braucht das? Ja, wer braucht das? Vielleicht nicht gerade die Fundamentalisten,
die sind unerschüttert in ihren Gedanken und sie verfolgen ihre Ziele, egal ob man kritisiert oder nicht. Aber was ist mit Opfern von Islamismus aus dem Iran, die Jesiden, auch Muslime selbst, die geflohen sind von der Scharia, von dieser Gesellschaftsordnung, die menschenverachtend ist? Vielleicht brauchen sie diese Kritik, damit sie eine Stimme bekommen. Vielleicht die vielen Frauen, die gar keine Stimme haben, die gezwungen werden, nicht nur Kopftuch zu tragen, sondern eine Lebensweise zu haben, die menschenunwürdig ist. Ich bekomme Hunderten von Briefen und Nachrichten von Frauen, die mir sagen, ich danke dir, die leben in Deutschland und sie können ihre Meinung nicht sagen. Die sehen wir nicht. Die sehen wir nicht, weil sie nicht auf einer Konferenz mit Frau Merkel auftaucht und sagt, Kopftuch bedeutet Ermächtigung der Frau. Ja, sie kann es nicht so weit schaffen. Sie kann sich von diesen Strukturen gar nicht befreien. Diese Strukturen, die Islamisten befestigen wollen, die arabischen Clans, die Kriminellen befestigen wollen und die Politik macht mit. Das ist die Realität. Vielleicht auch einige Verfassungsrichter. Jeder kann die Verfassung auslegen, wie man will, vor allem aus welcher Brille man das sieht. Doch, Verfassung wird ständig ausgelegt. Ja, das machen auch viele, wie sie wollen. Politiker legen die Verfassung jeden Tag nach Belieben aus. Also ich kann Ihnen sagen, wenn ich jetzt die deutsche Verfassung lese und sage, ein kleines Beispiel, das Recht auf freie persönliche Entfaltung. Das wird jedem Bürger garantiert. Erzählen Sie dann dem Mädchen, das jetzt mit 6 Jahren ein Kopftuch trägt, sexualisiert als Kind wird, wo bleibt ihre freie persönliche Entfaltung? Wer garantiert sie? Keiner. Ja, ist die Religionsfreiheit wichtiger als das Recht auf persönliche Freiheit? Persönliche freie Entfaltung? Ja, das ist nur eine Frage. Vielleicht eher für Philosophen als für Verfassungsrechtler. Wo sind die Hierarchien innerhalb des Grundgesetzes? Wo bleiben die Artikel, die unerschütterlich sind? Es gibt Artikel, die Schranken haben. Meinungsfreiheit haben wir, aber es gibt dafür Schranken. Was sind die Schranken der Meinungsfreiheit? Ich darf niemanden diffamieren. Ich darf nicht zu Gewalt aufrufen. Und ich darf nicht die Unwahrheit über jemanden dann verbreiten. Das sind die Schranken der Meinungsfreiheit. Wo bleiben die Schranken der Religionsfreiheit? Kann irgendjemand mir das erklären? Ja, Sie werden das Wort... Für mich ist Artikel 2, das Recht auf freie persönliche Entfaltung. Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Was ist mit der Würde dieses Mädchen, das jetzt Angst hat, zu sagen, ich will kein Kopftuch tragen? Wer hilft ihr? Niemand. Wir interessieren uns nicht. Wir sitzen lieber mit den Verbänden und wollen Politik machen, damit wir als die Toleranten klingen. Ja, das haben die Grünen früher sehr oft gemacht, Herr Beck. Jetzt macht das nur noch die SPD und deshalb ist die auch untergegangen. Ja. Die Parteien, die früher... Ich mache meinen Vortrag weiter, ja. Okay. Ist das an? Ich mache meinen Vortrag weiter, ja. Gut, dann vermittle ich nachher. Ja, ja. Ja, wir sind ja hier, um uns zu streiten und nicht um uns über die Schulter zu... So, wir haben eine Situation in Deutschland, die sehr kompliziert ist. Man hat Angst, dass der rechte Lager immer wächst. Ja? Man hat Angst, dass auch innerhalb der Bevölkerung Anfeindungen gegenüber Muslimen wachsen. Diese Ängste sind berechtigt und jeder anständige Demokrat muss etwas tun, um dem entgegenzuwirken. Aber
Tun wir das Richtige? Schützen wir Muslime vor Anfeindungen und Misstrauen und Skepsis in der Gesellschaft, indem wir die Religionskritik unterbinden? Nein, im Gegenteil. Wenn die Religionskritik aus der Uni verschwindet, wenn die Schule nicht imstande ist, eine Diskussion über den Nahen Osten zu führen, wenn die Bundeszentrale für politische Bildung lieber Erdogan-Anhänger und Muslimbruder einlädt, als kritische Stimmen aus dem muslimischen Lager, dann darf man sich nicht wundern, dass die AfD das Thema für sich entdeckt. So einfach ist das. Wenn die Bevölkerung den Eindruck bekommt, dass die Parteien der Mitte in erster Linie Politik für die Migranten machen oder für die Muslime oder sogar für die Islamverbände als Priorität und danach kommt die deutsche Bevölkerung oder der Rest der Gesellschaft, dann darf man sich nicht wundern, dass der rechte Lager dadurch wächst und mehr profitiert. Da müssen dann die Grünen wirklich aufpassen, wenn sie mal an der Macht kommen. Sie sind sehr nah dabei, sehr nah dran, dass sie nicht genau das gleiche Fehler von der SPD dann machen, wenn sie an der Regierung kommen. Dann haben wir dann statt 13% AfD, dann haben wir dann 35%. Also, vorhin wurde eine Frage gestellt, wo grenzt man ein? Ein Moslem, man redet von liberalen Muslimen einerseits und man redet von den fundamentalistischen Strömungen im Islam. Wo grenzt man ein, wo endet der normale Moslem und wo beginnt der Islamismus? Ich glaube, diese Frage ist sehr wichtig und wurde nicht ausreichend beantwortet. Es gibt ja die Gesamtplatte, es gibt nicht nur die Liberalen und die Radikalen, sondern es gibt so viele Schattierungen und Nuancen innerhalb der muslimischen Communities und das weltweit. Der Islamismus beginnt für mich, wenn Gruppen sich zusammentun mit dem Ziel, die islamische Gesellschaftsordnung und Rechtsordnung in die Politik zu bringen. Das geschieht die ganze Zeit in Deutschland. Das sind die Hauptgesprächspartner des Staates, die das versuchen. Und die Tatsache, dass diese Leute gelernt haben, Islamisten heute sind viel klüger als vor 20, 30 Jahren oder pragmatischer. Sie haben gelernt, sie können nicht von Dschihad sprechen. Heute heißt Dschihad für sie, dass man in der Schule sich anstrengt. Also natürlich nicht, wenn sie unter sich sind, aber wenn sie mit netten Politikern wie Volker Beck sprechen, natürlich müssen sie das sagen. Sonst ist er sauer als Demokrat auf sie. Sie sagen nicht, eine Frau muss ein Kopftuch tragen, sonst schmort sie in der Hölle. Natürlich, wenn sie mit ihm diskutieren, dann ist das ist meine Freiheit, mein Körper, Selbstbestimmung. Nein, woher kommt diese Freiheit? Ich trage das Kopftuch freiwillig. Freiwillig setzt Freiheit voraus. Und diese Freiheit ist in diesem System nicht vorhanden, das sagt, du trägst das Kopftuch, gehst du ins Paradies und wenn du das Kopftuch nicht trägst, gehst du in die Hölle. Sie sind viel pragmatischer geworden, sie reden über Partizipation, Teilhabe. Das haben sie in Ägypten gemacht, vor der Machtergreifung. Und dann hat man das Ergebnis später gesehen. Und deshalb, Islamisten darf man nicht beurteilen, wenn sie eine Minderheit in der Gesellschaft ausmachen, sondern wenn sie an der Macht kommen. Dann haben wir so viele Beispiele, von Indonesien bis Marokko. Wo die Islamisten an der Macht gekommen sind, haben wir das hässliche Gesicht dieser Ideologie. Aber man will es nicht glauben oder es ist zu spät wahrscheinlich. Ich glaube, es ist so viel Zahnpasta aus der Zahntube rausgedrückt und jetzt versucht die Politik und die Theologen versuchen, das wieder rückgängig zu machen. Das klappt irgendwie nicht. Es ist schwierig. Ja? Es gibt, um zu sagen, wer braucht Islamkritik? Es gibt viele junge Muslime, die gerne in Deutschland das Unmachbare machen,
Die wollten gerne das Unmachbare machen. Sie wollen hundertprozentig Muslime bleiben und hundertprozentig freie Europäer werden. Ich sage das, was unpopulär ist. Das ist nicht machbar. Das ist nicht machbar. Wenn zwei so unterschiedliche Systeme aufeinander prallen, da muss man etwas aufopfern. Da muss man sich von Teilen entweder der Demokratie verabschieden oder des Islams. Ich weiß, man hört das ungern, aber machen Sie, was Sie wollen. Machen Sie, was Sie wollen. Träumen Sie, solange Sie wollen. Es gibt, das gibt es nicht. Dass man hundertprozentig den Islam auslebt, wie seine Texte fordern und wie die Geschichte und die Theologie das von einem erfordert. Und dass man gleichzeitig ein freier Mensch, der gesund mit seinem Körper umgeht, mit seiner Sexualität, mit seinen Mitmenschen, mit Ungläubigen oder mit Nichtgläubigen oder mit Andersgläubigen. Das ist nicht machbar. Man muss eine Hürde überwinden. Und jeder versucht diese Hürde auf seine Art und Weise, zu überwinden. Mohammed Khurshid leistet eine sehr wichtige Arbeit im Rahmen der Exegese. Ich glaube, das könnte für 10% von Bedeutung sein. Es gibt Atheisten, die jetzt früher Muslime waren und die sind jetzt einfach nicht mehr gläubig. Und sie sagen, wozu das Ganze? Warum muss ich als gebildeter Mensch mich mit Texten aus der Wüste auseinandersetzen und mein Leben so umkrempeln und die ganze Zeit versuchen, einen Ausweg zu finden? Ist es viel einfacher, indem ich sage, statt zu sagen, was wollte Gott eigentlich sagen, dann haben Sie eine wichtigere Frage. Woher weiß ich überhaupt, dass es von Gott stammt? Das ist eigentlich die logische Folge. Warum muss ich mein Leben nach den Aussagen eines Karawanenführers aus der Wüste aus dem 7. Jahrhundert richten? Wer zwingt mich dazu? Der Richter in Ägypten zwingt, der Mufti in Iran, der Mufti in Saudi-Arabien und auch die Familien in Deutschland, wie sie mit ihren Kindern umgehen. Sie wollen, dass sie ein Kind Kopftuch mit 6 Jahren, stellen Sie sich vor, Sie sagen, niemand zwingt sie. Aber stellen Sie sich vor, jemand, der mit 6 Jahren ein Kopftuch getragen hat, welche Einstellung dieses Kind mit 18, 20, dieses Kopftuch ist bereits ein Teil ihrer Haut geworden, ein Teil ihrer Identität. Natürlich wird sie, dieses Mädchen, wird uns später grinsend in die Kamera sagen, ich trage das Kopftuch freiwillig, das ist Teil meiner Identität. Niemand zwingt sie, ja? Nein, viele zwingen sie. Es ist das Hauptproblem des Islam ist der Zwang, Herr Becker. Herr Beck. Jetzt seien Sie nicht beleidigt, Herr Beck. Sie dürfen ja später reden und Ihre Sicht der Dinge auch erklären. Dann kommt dieser Opferdiskurs, von dem Hannes Rösche dankenswerterweise auch genannt hat, wo sehr viele Wege eigentlich geschnitten werden, viele Chancen vergeudet werden. Stellen Sie sich vor, man hatte in Europa, als die Religionskritik da angefangen hat, gesagt, wer braucht sowas? Wie wäre Europa heute? Wo wäre Europa heute? Es wären keine Muslime hier, alles Migranten. Die wären ungläubig. Die Religionskritik hat es möglich gemacht, dass Europa sich öffnet, dass Muslime auch gerne hier als Teil dieser Gesellschaft werden. Warum will man das auch dem Islam vorenthalten? Warum traut man den Muslimen nicht zu, was Europa selbst geleistet hat? Warum denkt man, dass der Prozess der Aufklärung abgeschlossen ist? Aufklärung ist ein Prozess, der weitergehen muss. Nicht nur für Muslime, übrigens auch für Europäer,
für Deutsche, nicht nur für Ostdeutsche. Warum, wenn jemand den Islam kritisiert, gibt es den Begriff der umstrittene Islamkritiker vorher? Ich habe noch nie den Begriff der umstrittene Chef der Zentralrat der Muslime gehört, obwohl er viel mehr umstritten ist als ich. Wozu? Ich stelle Fragen und diese Religionskritik oder Islamkritik sagt eigentlich viel mehr über Deutschland aus als über den Islam und Muslime. Und der Umgang mit Freiheit, wie viel Glaube an der Freiheit immer noch in dieser Gesellschaft vorhanden ist. Ich finde es extrem traurig, dass, wie ich gesagt habe, nicht nur normale Menschen zu mir kommen und hinter vorgehaltener Hand sagen, ich finde es großartig, was sie sagen, ich unterstütze ihre Meinung, sondern Uniprofessoren. Wenn ein Uniprofessor nicht imstande ist, seine Meinung über den Islam in diesem Land zu sagen, dann ist etwas faul. Dann ist etwas faul. Und das gibt es sehr, sehr häufig. Es gibt viele Menschen, die Angst haben, ihren Job zu verlieren. Sie arbeiten in der Wirtschaft, ganz normal, als Fabrikarbeiter. Und sie wissen, sie können ihre Meinung in der Fabrik über den Islam nicht sagen. Das ist ein Ausdruck einer Krankheit, die in dieser Gesellschaft langsam wächst. Und ich sehe die Kritik an der Religion als eine Chance für die Religion in erster Linie. Nachdem ich das Buch Der islamische Faschismus veröffentlicht hatte, hat Mohammed Khurshid so eine nette Antwort darauf gemacht in einem Buch über den barmherzigen Gott. Ich wünsche mir diese Form von Diskurs, dass man auf Gedanken mit Gedanken antwortet. Deshalb sind wir bis heute Freunde. Wir sind unterschiedlicher Meinung über den Islam, aber uns verbindet der Respekt. Uns verbindet der Wunsch, etwas zu verändern. Bevor ich auf der Bühne kam, waren Leute wie Mohammed Khurshid die Ketzer, die Ungläubigen innerhalb des Islam. Jetzt bin ich der Ketzer und er der Reformer. Das ist doch gut. Aber der deutsche Schiedsrichter will es nicht. Ja, der deutsche Schiedsrichter will es nicht. Der will von mir keine Islamkritik hören. Der maßt sich ein, mehr über den Islam zu wissen als ich. Der kommt mit mir mit Exegesen vom Koran, die er in der Sekundärliteratur gelesen hat. Und sagt, will mir sagen, dass er mehr vom Islam Ahnung hat als ich. Warum eigentlich? Warum lässt man nicht diese innerislamische Debatte zu? Warum schützt man die Muslime als Artenschutz? Ich nehme Muslime sehr ernst, deshalb übe ich Islamkritik. Jeder Mensch, der Muslimen vor Islamkritik schützen will, betreibt Rassismus der gesenkten Erwartungshaltung. Er traut ihnen nicht zu, dass sie genauso rational denken können, dass sie auch ihre Emotionen in den Griff bekommen können und auf Argumenten mit Argumenten antworten können. Er will für sie die Rolle des Fürsprechers spielen, des Anwalts. Das ist eigentlich eine kolonialistische Haltung. Jetzt, Ahmad, halt die Klappe, ich rede für dich. Und Kritiker darf es nicht geben. Ich kritisiere und ich korrigiere und ich beschütze. Nein, diese Rolle brauchen wir nicht. Wir brauchen einen fairen Diskurs, wo die Politik nicht sich auf einer Seite stellt, wo die Politik die Distanz zu allen Religionen und allen Positionen hat, die gleiche Distanz. Aber wir leben in einer Gesellschaft, wo die Säkularisierung nicht abgeschlossen wurde. Das ist auch ein Hauptproblem. Wo die Kirchen mehr Privilegien haben, als sie haben dürfen. In einer modernen Gesellschaft. Und im Schatten der Kirchen wächst der politische Islam.
Vertreter des politischen Islam bekommen von den Kirchen Tipps, wie sie Körperschaften des öffentlichen Rechts bekommen. Juristische Tipps. Das ist ein Verrat an der Demokratie und an der Freiheit aus meiner bescheidenen Sicht. Diese Gesellschaft steht vor unglaublichen Herausforderungen. Nach dem 11. September wollte man, dass das Problem nicht wächst. Und man dachte, indem man über antimuslimischen Rassismus und Islamfeindlichkeit mehr spricht, dann gibt es ein Bewusstsein in der Gesellschaft, dass sowas beendet wird. Aber das hat uns nicht gebracht. Muslime werden wie noch nie angefeindet und der Islamismus ist noch nie stark in Deutschland und der rechte Rand ist größer denn je. Wer hat diese Fehler gemacht? Wer ist dafür verantwortlich? Kann es sein, dass die Verharmlosungen von Parteien der Mitte auch eine Rolle mitgespielt haben? Kann es sein, dass man, weil man nicht auf Warner gehört hat, wie Bassam Tibi, dass man heute in dieser Position ist? Wer ist dafür verantwortlich? Vor 2015 war die AfD bei 3%. Was hat dazu geführt, dass sie jetzt bei 13 mit Anspruch auf 15% und 20%? Wer hat uns hierher gebracht? Ich will nicht sagen, dass ich das, was ich über den Islam erzähle, die Wahrheit ist oder die absolute Wahrheit. Das ist meine Meinung, meine Einschätzung. Und diese Meinung und diese Einschätzung hat Geltung. Genauso wie die anderen Positionen auch. Indem die Politik nur eine verträgliche Meinung vertritt, indem die Wissenschaft und die Akademie sich nicht um die Wahrheitsfindung bemüht, sondern um eine sozialverträgliche Meinung, ein sozialverträgliches Ergebnis, kommen wir in der Islamdebatte nicht weiter. Vorhin wurde die Diskursethik von Habermas erwähnt, des besseren Arguments. Das ist genau das, was fehlt. Argumente werden nicht heute mehr bewertet nach ihrem Wahrheitsgehalt, sondern nach ihrer sozialen Verträglichkeit oder politischen Umsetzung und moralischen Vorstellungen. Die Moral oder die moralische Vorstellung spielt mehr eine Rolle als die Argumentation. So kann die Wissenschaft nicht weitermachen in Sachen Islam. Islamwissenschaftler dürfen nicht weiter sich mit dem Objekt ihrer Forschung identifizieren und ihre Rolle in erster Linie darin sehen, um Verständnis für den Islam zu werben. Als Anwälte, Migrationsforscher dürfen nicht nur immer diese Rolle. Was sollen wir jetzt mit Migration und Integrationsproblemen machen? Mehr Öffnung. Mehr Öffnung. Mehr Öffnung? Ich rede über mehr Verschließungstendenzen, dann können Sie mir nicht sagen, dass die Antwort darauf mehr Öffnung. Mein Ansatz ist, mehr Diskurs wagen, mehr Diskussionen wagen, mehr Streit wagen. Deshalb tue ich, was ich tue. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abdelsamad. Ja, jetzt wird heiß. Genau, ich habe schon viele Meldungen bekommen. Meine Frage, ich habe auch jahrelang mit Sicherheitsbehörden zusammengearbeitet. Ich war auch in England mit Scotland Yard und sind wir entgegengekommen, wo Scharia praktiziert wird. Wo Scotland Yard mir gesagt hat, die dürfen gar nicht hin. Da werden nach islamischem Scharia verheiratet, ganze Erbe, Scheidung, alle nach islamischen Sitten. Ich, auch wenn das jetzt viele vielleicht sich wundern über diese Aussage, ich liebe Deutschland, weil Deutschland mir unheimlich viel gegeben hat und ich mache mir Sorgen. Was meinen Sie, was mussten wir als Gesellschaft tun, damit wir nicht solche Umstände
haben. Ich als jemanden, der aus so einem Land gekommen ist, weiß ich zu schätzen, was ich habe. Ich glaube, viele sehen das als selbstverständlich. Was meinen Sie, was wir als Gesellschaft, nicht nur Politik, machen können, damit diese Umstände hier nicht herrschen? Dankeschön. Ich werde eigentlich erstmal drei Fragen sammeln. Genau. Die meisten Muslime, die ich kenne, die sind nicht hundertprozentig Deutsche und auch nicht hundertprozentig Muslime. Die fasten einmal im Jahr, im nächsten Jahr nicht, wie bei den Christen, das es auch gibt. Das sind Ramadan-Muslime oder Chanukka-Juden oder Weihnachtschristen und so weiter. Und das ist die übergroße Mehrheit. Sollen die bessere Deutsche oder bessere Religion werden? Wo ist da bei Ihnen die Grenze? Ich glaube, es gibt keine hundertprozentigen Identitäten. Ja. Hallo, Herr Abdelsamad. Also ich habe selber Migrationshintergrund und komme aus Offenbach und weiß halt, dass da es auch verschiedene Schichten gibt und so weiter. Aber trotzdem merke ich halt eine Sache, dass halt keiner sich als Deutscher sieht. Also jeder ist der Türke, einer ist der Algerier und so weiter. Deswegen, deshalb frage ich Sie, was halten Sie von dem Begriff der Leitkultur? Also dass sozusagen Deutschland mal endlich mal einfach sagt, hey, oder Europa von mir aus, ja, so leben wir, das sind unsere Werte und die vertreten wir auch. Weil ich glaube, bei mir war es auch das gleiche Problem, weil ich meinte am Ende, ja, was soll ich jetzt, weil die Deutschen haben ja selber irgendwie ihre Werte verloren. Also die haben selber nicht mehr daran geglaubt. So kommt es mir momentan auch vor. Also ich fange erst mal mit der Leitkulturfrage. Eigentlich die Idee war gut, als sie von Bassam TV entwickelt wurde. Die wurde aber politisch gekapert. Das war traurig. Als Bassam TV von der Leitkultur gesprochen hat, er wollte eine Wertedebatte haben, wer wir sind und was ist der gemeinsame Nenner. Wir haben schon vorhin gesehen, jeder redet über die Verfassung anders, jeder legt das anders aus als Bürger. Nicht alle sind Verfassungsexperten, aber jeder lebt es halt anders. Es ist interessant, dass eigentlich alle möglichen Randgruppen ihre Leitkulturen schon haben und auch ausleben dürfen. Auch mit staatlichen Unterstützung. Nur der Staat selbst darf nicht von einer Leitkultur sprechen. Das ist eigentlich ein Paradox. Weil die Islamisten, die leben nach einer klaren Leitkultur, die sehr identitär ist, da wo die Normen eindeutig sind, was man machen kann. Natürlich in einer freien Gesellschaft kann der Staat nicht bestimmte Verhaltensweisen vorschreiben. Das ist die Ambivalenz der freien Gesellschaft, von der der postmodernen Gesellschaft, von der Mohammed Khorshid zu Recht gesprochen hat, die Menschen überfordert, dass man nicht weiß, wo stehe ich. Und das ist genau die Herausforderung, nicht nur der Staat alleine oder die Politik, sondern die Zivilgesellschaft und die Intellektuellen in diesem Lande müssen eine Wertedebatte wagen. Die haben Angst vor einer Wertedebatte. Und die Feinde dieser Werte haben überhaupt kein Problem, ihre Wertedebatten zu führen und durchzusetzen. Und deshalb muss man als Gegenentwurf eine Wertedebatte, die alle aber umschließt und niemand irgendwie ausgrenzt. Und das bringt mich zur Antwort auf der nächsten Frage: Was sollen wir machen? Wir haben Millionen von Muslimen, die hier leben. Die sind zum größten Teil Bürger dieses Landes oder angehende Bürger dieses Landes. Ich will mit diesen Menschen umgehen als Menschen in allererster Linie, indem ich den Stempel Moslem zuerst als Definition, dann gehe ich in die falsche Richtung. Wie Sie gesagt haben, es gibt viel unterschiedliche Haltung zur Religion, es gibt mehr Rückzug von der Religion als Zuwendung zur Religion, aber man sieht das nicht, weil natürlich die Islamisten oder die Fundamentalisten oder die Konservativen sind besser organisiert und sie sind im Vordergrund.
Aber diese normalen Muslime, die vielleicht einmal in die Moschee gehen oder auch regelmäßig beten, aber nicht politisch, die stehen nicht auf der Agenda von irgendjemand. Weder von der Politik, noch von den Islamverbänden, noch von den Intellektuellen. Man denkt, jeder Moslem ist ein Koran auf zwei Beinen, jeder Moslem betet fünfmal am Tag, jeder Moslem trinkt keinen Alkohol, das stimmt alles nicht. Die absolute Mehrheit der Muslime betet nicht fünfmal am Tag. Die absolute Mehrheit betet nicht einmal am Freitag oder überhaupt. Und deshalb, warum ist der Islam ein Zugang zu ihnen als Bürger? Das ist eigentlich eine Erniedrigung dieser Menschen, dass ich den Islam, ich mache, was die Fundamentalisten wollen. Die Fundamentalisten wollen, dass Muslime sich über den Islam definieren, dass sie und der Islam eine Einheit bilden und dass sie Koran auf zwei Beine werden. Das wollen die Fundamentalisten. Warum macht die Politik das gleiche Spiel? Warum, jemand hat vorhin gefragt, warum organisieren sich nicht die Schweigende, warum müssen sie sich organisieren? Warum? Sie sind Bürger dieses Landes, der Islam spielt für sie kaum eine Rolle. Warum muss der Zugang? Aber dann, ich weiß, warum sie sich organisieren müssen. Weil der Staat hinter ihrem Rücken mit den Islamverbänden verhandelt über Islamunterricht. Und die Aufsicht haben auch unter anderem die Verbände. Und die Kinder dieser liberalen Muslime müssen auch mit diesem Unterricht irgendwie zurechtfinden. Oder selbst wenn sie am Islamunterricht nicht teilnehmen, müssen sie mit den Kindern, die indoktriniert werden, zurechtfinden und immer hören, dass sie nicht richtige Muslime werden. Warum? Warum nimmt man diesen Mist nicht aus den Schulen raus und führt eine Religionskunde für alle, über alle Religionen? Warum ist es so schwierig, respektvoll über Christentum, Islam und Judentum zu sprechen, ohne von einem Mann zu erzählen, der über ein Kamel oder über ein Pferd nach Jerusalem geflogen ist? War? Richtig, richtig. Müssen wir das akzeptieren? Als säkularer Mensch kann ich dafür plädieren, die Kirche politisch zu entmachten. Warum ist das schwierig? Ja, es wird immer leiser. Wir haben eine Situation in Deutschland, die die Realität nicht widerspiegelt. Eine politische Situation, die die Realität nicht spiegelt. Mehr als 70% der Deutschen sehen sich als säkular. 70%. Aber umgekehrt, dieser 70% ist nicht im Bundestag wiederzufinden, um tatsächlich über diese Privilegien zu diskutieren. Dass wir einen modernen Staatskirchenrecht brauchen und nicht ein Modell aus Bismarck-Zeit oder teilweise aus der Nazi-Zeit haben wollen. Warum können wir als offene Gesellschaft nicht dieses Paket aufschnüren? Ist das unser gottgegebenes Recht oder ist es Schicksal? Ist es in den Genen Deutschland verankert, dass die Kirchen für immer diese Privilegien genießen? Warum können wir nicht als freie Bürger sagen, ich will darüber diskutieren? Die Religionen haben ihre Orte und die Schule ist was anderes. Wer Religion haben will, geht in die Kirche und wer säkulare Bildung haben will, geht in die Schule. Warum ist es so schwierig? Wenn ich Pizza essen will, dann bestelle ich Pizza nach Hause. Aber ich will nicht die Pizza dann vermittelt bekommen, überall, wo ich hingehe. So einfach ist das. Deshalb drehen wir uns im Kreis, weil die Leute, die gerade im Bundestag sitzen oder saßen, wissen, es ist nicht machbar. Für mich gibt es nichts mit dieser Bezeichnung nicht machbar. Ich bin ein Mensch. Vor 200 Jahren war es ganz normal, dass wir Sklaverei hatten. Kein Mensch oder kaum jemand hat sich aufgeregt. Heute ist es verpönt. Heute kann man nicht die Sklaverei in irgendeiner Form rechtfertigen. Und das ist der Grund, weil damals Menschen gab, die gesagt haben, das müssen wir nicht für immer haben.
Deshalb ist es für mich, das kann man nicht machen, unsere Verfassung lässt das nicht zu. Ja, Verfassung ist für die Menschen da und nicht die Menschen für die Verfassung. Verfassung ist nicht der Koran. Ja, Hamid Abdussamad, vielen Dank für den Vortrag. Ich war sehr gespannt, aber ich muss über den ersten Teil sagen, viele Verallgemeinerungen habe ich gesehen. Du hast zu Recht am Ende gesagt, 70% der Muslime sind eigentlich keine 100%igen Muslime. Per Papier vielleicht, weil ihre Eltern Muslime waren, sind die natürlich auch Muslime geworden. So. Das versuche ich auch immer in meiner Arbeit in der Flüchtlings- und Integrationsförderung den Deutschen klarzumachen, weil sie uns, jemand, der aus dem Irak kommt oder aus Syrien, sofort mit einem Islamstempel versehen. Vielleicht darf ich euch eine ganz kurze Geschichte erzählen. Wie saßen vor kurzem? Doch. Ja, gut. Also es gibt Muslime in Deutschland, die vor den Deutschen sich nicht trauen, ein Bier zu trinken. Weil sie die Deutschen nicht enttäuschen wollen, ja? Ja, also das ist wirklich so. Und ich sage immer, wie viel Bier und Arak wurde in den arabisch-islamischen Ländern produziert und wer hat das alles getrunken? Also, darüber muss man ein bisschen nachdenken. Also, nicht jeder Muslim steckt auch ein Kopftuch über den Kopf seiner Tochter. In einigen Sätzen klang mir so, dass es so ist. Also, das sind ganz wenige. Ja? Ja. Die Frage ist, wie kommen Sie dazu, jetzt mir jedenfalls den Eindruck zu vermitteln, dass man Ihnen die Islamkritik erschwert? Wer macht das? Sie dürfen doch Ihre Bücher schreiben, die werden verkauft, gelesen und alles. Wie kommen Sie dazu, einer immer wieder zu sagen, dass Islamkritik ist hier nicht erwünscht? Ja. Ja, ich glaub, die Antwort auf diese Frage ist schon optisch, kann man schon ja. Sehen. Sigrid, bitte. Nächste Frage, bitte. Ja, aber das ist doch nicht die Regierung. Die Regierung beschützt ihn ja. Nicht die Regierung beschützt mich. Nein, es ist mein Recht. Ja gut, aber Sie werden beschützt, damit Sie Ihre Kritik fortsetzen. Damit Ihnen nichts passiert. Okay, wir werden erstmal die Fragen sammeln. Ich kann Ihnen eine Reihe von Beispielen, weil ich wollte nicht selber jetzt in diese Opferrolle dann irgendwie schlüpfen, das darf man nicht. Wer austeilt, muss auch einstecken, aber ich will ja Argumente und Kritik einstecken und nicht Anfeindungen. Ich bin Absolvent der Uni Augsburg. Die Studenten der Uni Augsburg wollten mit mir eine Diskussionsveranstaltung haben, das Vortrag und Diskussionsveranstaltung. Die AStA dort hat sich dagegen gewehrt, gemeinsam mit muslimischen Studenten haben meinen Vortrag dort verhindert. Das Gleiche ist mir an der Uni Hamburg-Harburg passiert. Wir hatten schon einen Raum gekriegt und die Studenten selbst wollten ja mich haben. Und dann haben islamistische Studenten sich beschwert, islamistische. Ja. Und dann hat man uns den Raum verweigert und der Dekan der Fakultät oder sogar der Unileitung hat geschrieben, im Dienste des inneren Friedens der Universität nehmen wir von solchen Veranstaltungen Abstand. Das ist mir zigmal passiert. Geschweige denn dann die Einladungen, die immer kommen und dann zwei Tage später, sorry, wir können das nicht, wir haben Schwierigkeiten bekommen und dann verstehe immer wieder, und nicht nur für mich, also wir hatten vorhin auch Babarowski und andere, also alles, was ein bisschen abweicht vom Mainstream, hat heute Schwierigkeit, in der Politik ein Gehör zu finden und auch bei den politischen Stiftungen sowieso, aber auch an den Universitäten. Ich habe gesagt, ich wurde heute zum ersten Mal an einer Uni eingeladen, um über Islamkritik zu. Ich habe zum arabischen Frühling über 20 Beiträge an Universitäten gehabt. Als ich dann über Demokratieaufbruch im Nahen Osten, die fröhliche Botschaften darf man schon an Unis übermitteln und auch an Stiftungen und der Bundeszentrale für politische Bildung, aber umgekehrt nicht. Kritische Meinungen sind da einfach
wirklich fast per Dekret verboten. Ja, und auf eine Veranstaltung, die abgesagt wird, kommen 10 oder noch mehr, bei denen man es nicht mitbekommt, dass hinter dem Rücken dagegen gewirkt wird. Ich erlebe das auch selber, sogar Aktivitäten meiner eigenen Partei, ich bin SPD-Mitglied, da werden Journalisten eingeladen, um nicht über die gerichtsfesten Sachen, die ich vorbringe, zu berichten. Da wird der Veranstalter eingewirkt, mich nicht einzuladen. Also ich kenne das und das, obwohl ich wirklich gerichtsfeste Sachen und nicht nur Meinung, ich bringe also Fakten immer mit. Insofern, das betrifft weite Kreise. Nun zu meiner Frage. Es ist nun das Problem, dass die Islamismuskritik notwendig ist, aber an die Verbände schlecht heranzukommen ist, weil die Einbindung oder die politische Ansprache der Verbände eine lange Geschichte hat. Schon der erste Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Nadim Elias, oder einer der frühen Vorsitzenden, hat ja mit den Kirchen zusammen gemeinsame Sache gemacht. Das geht bis heute hin in der Antirassismusarbeit, dann mit dem Jürgen Miksch, den ich da besonders nennen möchte, der diese ganzen Vereine und Verbände eigentlich immunisiert, indem er Schutzhüllen um sie herum baut an Testimonials, die alle sagen, naja, das sind also der Herr Masiek, das ist kein Muslimbruder, das ist ein guter Junge, mit dem habe ich schon 20 Mal im Gremium gesessen. Wie kriegt man diese Schutzhüllen wieder ab? Wie kriegt man das auf die Linie, dass die Kirche gemeinsame politische Interessen mit den muslimischen Verbänden macht und das nicht mit der Religionsschutzhülle umgibt und immunisiert gegen eine ordentliche politische Diskussion? Also ich werde erstmal die nächste Frage sammeln. Mein Name ist Norbert Dichter, ich arbeite an dieser Goethe-Universität und bin kein Wissenschaftler, aber ein technischer Assistent und bin seit 3 Jahren in der Flüchtlingshilfe engagiert als Ehrenamtlicher. Ich habe jetzt heute ganz viel über die patriarchalischen Strukturen, die zu manchen Verhältnissen geführt haben, gehört. Haben Sie irgendwie eine Vorstellung, dass sich das in den nächsten Jahren in dieser Gesellschaft hier, wie sie jetzt angekommen ist, ändern könnte? Ob es eine Bewegung gibt, eine feministische Bewegung, sage ich mal so, irgendwie das aufzubrechen, und was können wir, jetzt sage ich wir Männer, daran mithelfen? Danke. Herr Abdelsamad, bitte. Fange ich jetzt mal, also es gibt jetzt die Frage über die Kirchen und was man dann da macht, dass die Kirchen nicht jetzt mit dem politischen Islam zusammenarbeitet. So wie man mit einer politischen Partei umgeht, also wenn die SPD uns den Eindruck vermittelt, sie kümmert sich nicht um die Belange der Mehrheit in dieser Gesellschaft, sondern um eine Randgruppe und einer bestimmten Gruppe, dann laufen die Wähler davon weg. So funktioniert das. Auch das Kirchenvolk kann ja mit seinen Leuten sprechen und sagen, das gefällt mir gar nicht, wie die Kirchen mit dem politischen Islam umgeht. Es ist fahrlässig im Schatten der Kirchen, dass der politische Islam seine Infrastrukturen aufbaut, dass die Kirchen da unterstützen. Einfach weglaufen, drohen mit, dass sich die Kirchen austritt. Einfach mal. Es gibt welche, die das getan haben, genau aus diesem Grund. Patriarchale Strukturen. Ja. Also erst wäre es super, wenn Feministinnen in diesem Lande verstehen, wie das Patriarchat funktioniert. Vor allem bei bestimmten Migrantenmilieus. Wenn Feministinnen jetzt, manche, natürlich ist auch eine Minderheit, aber es gibt mittlerweile eine Clique von Feministen, Neofeministinnen, die das Kopftuch als Zeichen der Emanzipation verkaufen wollen. Das ist ein Verrat und das ist eine Befestigung des Patriarchats eigentlich, weil das kommt von einem bestimmten Gesellschaftsbild, wo der Mann erstmal bestimmt, moralisch, was die Frau anzieht, und das ist auch ein Symbol der Unterordnung. Eine Unterordnung der Frau dieser vorherrschenden Gesellschaftsordnung, und wo der Mann, also in diese, das ist ein Konstrukt, das ist nicht nur ein Kleidungsstück,
sondern ein Konstrukt. Der Vater hat das Sagen. Die Kinder müssen das tun, was der Vater von ihnen verlangt. Und diese Kids, die kommen ja in die Schule. Und wir sagen, auch Kopftuch in der Schule ist herzlich willkommen. Verstehen Sie die Verbindung jetzt? Warum die Leute, die sich aufregen, wissen, es ist die erste Chance, dieses Mädchen auszubrechen aus diesen patriarchalischen Strukturen. Aber dann kommt die Schule und sagt, wir mischen uns da nicht ein, sie trägt, was sie will. Nicht nur das, ich komme nicht zurecht mit den muslimischen Kindern oder mit manchen muslimischen Kindern an die Schule, dann will ich auch veranlassen, dass Lehrerinnen auch Kopftuch tragen, damit sie einen besseren Zugang zu diesen Schulen. Das ist ein Kniefall vor dem Patriarchat. Das heißt, ich erkenne diese Strukturen und diese Denkweise an, dass ein Schüler seine deutschen Lehrerin nicht anerkennt, nur weil sie keine Muslime ist oder kein Kopftuch trägt. Der Staat macht das auf mehreren Ebenen, auch bei der Polizei. Okay, ich komme nicht zurecht mit den Clans, dann stelle ich wahllos, schnell wie möglich Polizisten mit Migrationshintergrund und dann entdecke ich dann die Verflochtungen auch mit den Clans und mit den Problemen und sage, ja, das sind Einzelfälle, fast nur 3000 Einzelfälle, so, wo wir Probleme haben, aber sonst ist alles in Ordnung. Das ist ein Kniefall vor der Kriminalität, ein Kniefall vor den patriarchalischen Strukturen. Die Kinder kommen in der Schule und haben eine Chance, sich zu befreien, diesen Korsett abzulegen und Freiheit zu atmen, zu erleben in der Schule. Durch diese gesellschaftlichen Mauern zu Nicht-Muslimen abzulegen, zu wissen, dass Kevin und Susanne und Chantal auch ganz normale Menschen sind und keine Schweinefleischfresser sind. Dann haben sie auch selber eine Möglichkeit, auch die Vorurteile, die Chantal und Kevin über Muslime zu haben, abzubauen, durch Dialog. Aber wenn ich mit diesen Vorbehalten komme, und mit dieser Angst und mit dieser moralischen Mauer in einem Bild namens Kinderkopftuch komme, dann ist die Mauer schon dann prädestiniert. Und das ist die größte Herausforderung der Schule, die Freiheit für diese Kinder schmackhafter zu machen als der Islamismus oder der Erdogan-Kult. Und da hat die Schule bis jetzt leider versagt. Danke, die letzten zwei Fragen. Bitte machen Sie richtig kurz, also keine Lebensgeschichte. Herr Abdel-Sabbat, vielen Dank für den Vortrag. Eine kurze Sache nur vorweggeschickt. Sie haben vorhin gesagt, Islamismus ist für Sie, wenn die islamische Gesellschaftsordnung in die Politik transferiert wird. Das ist richtig, nehme ich an. Okay, gut. Ich bin mit Ihrem Werk nicht hundertprozentig firm, deswegen korrigieren Sie mich bitte, wenn ich irgendwas falsch interpretiere. Der Kollege hatte gesagt, bezüglich des vorherigen Vortrags für das Kopftuchverbot, wir haben in Artikel 6 Grundgesetz das Recht der elterlichen Erziehung. Das ist, das kann man sicherlich kritisieren, also jedenfalls in religiösen Angelegenheiten bis zum 14. Lebensjahr. Ab da können die Kinder selbst entscheiden. Das kann man sicherlich kritisieren, die Regelung, aber es ist erstmal eine prozedurale Lösung eines Problems, das wir hier besprechen. Bis zum 14. Lebensjahr sind die Eltern zuständig, danach ist das Kind quasi selbst zuständig. Wie gesagt, das kann man kritisieren, aber was diese Lösung sicherlich nicht ist, ist politisch. Sie ist definitiv politisch unverdächtig. Nun haben Sie gesagt, gut, mit dem Kinderkopftuchverbot, ich kann jetzt nicht aus Ihrem Vortrag sagen, ob Sie definitiv ein Befürworter sind, aber Sie meinten, ja, es wird dann immer gesagt, die Kinder machen das freiwillig und so, oder das junge Mädchen, das pubertierende Mädchen trägt das freiwillig, aber wenn die Kinder das schon lange vorher getragen haben, dann sind sie ja ohnehin schon indoktriniert. Und Ihre Frage? Meine Frage kommt jetzt und meine Frage ist, eine Kritik, also wie Sie sie formulieren, eine Kritik, die ein... Sorry, dass ich gerade unterbrochen wurde. Also Sie meinten, genau, und der Rückschritt zur Politik, die das in die Politik trägt. Eine Kritik, die quasi das Tragen einer islamischen Gesellschaftsordnung in die Politik kritisiert, gleichzeitig prozedurale, politisch unverdächtige Lösungen ablehnt und damit selbst diese kritisierte Schwelle überschreitet. Wie authentisch ist sie unter dem Titel säkularer Islam? Und welchen Anspruch hat eine solche Kritik, wenn sie nicht zumindest gleichzeitig daran glaubt, dass nicht nur der Islam, sondern Religionen als solche, als gesellschaftliches Phänomen überwunden werden können? Okay, und die letzte Frage. Okay. Ja. Ich habe eigentlich keine Frage, sondern eine Antwort auf Ihre Frage.
jedes Grundrecht hat eine natürliche Grenze und das ist das Grundrecht meines Nebenmannes. Das heißt, mein Grundrecht auf Religionsausübung hat die Grenze zum Beispiel an ihrer körperlichen Unversehrtheit. Das ist einfach der einzige Grundsatz. Wenn jetzt angeblich von Staatsrechtlern mit dem Grundgesetz begründet werden kann, dass ich aufgrund der Religionsfreiheit wehrlose Kinder beschneide, wo ist eigentlich dann die Begründung, dass ich meine Frau nicht schlagen darf? Die darf ja, die hat mich freiwillig geheiratet. Wo ist da der Grund? Danke, Herr Abdelsamad. Zuerst antworte ich auf die erste Frage, nämlich wie kann ich jetzt zum einen verlangen, dass der Staat säkular ist und zum einen, dass der Staat einwirkt und durch Gesetze und so weiter ist. Nein, ich verlange nicht, dass der Staat sich in religiöse Angelegenheiten einmischt. Nein, ich verlange nur, dass der Staat religiöse Angelegenheiten nicht in die Schule, zum Krankenhaus und in die Medien immer wieder, weil wir einen Fehler vor 100 Jahren gemacht haben mit den Kirchen oder noch mehr und nicht korrigiert haben, dass wir dann in dieser Spirale weitermachen. Ich bin nicht dafür, dass der Staat sich in irgendeiner Weise sich einmischt, was Religion angeht, aber wenn wir sagen, wir haben Religion, wir haben Schwimmunterricht, das ist etwas, was nicht, darüber dürfen wir nicht einmal verhandeln. Wenn wir dieses Paket aufschnüren und darüber verhandeln, dann kommt der Nächste. Dann ist Musikunterricht irgendwann auch dran. Das ist in Finnland zum Beispiel passiert. Zuerst hat man gesagt, kein Schwimmunterricht, dann hat man das zugelassen und dann hat man gesagt, nein, während Musikunterricht sollte mein Kind Koran hören. Und dann haben auch die Schulen das, weil sie Angst haben, dann rassistisch zu werden. Das ist natürlich brutal. Und diese islamistische Gesinnung kennt keine Grenzen. Es gibt keine Scharia-Light. Es gibt nur Scharia in Schritten. Das ist genauso, wie wir heute Vormittag gehört haben. Karadawi hat gesagt, ja, mit Hände abhacken können wir ein bisschen uns gedulden. Können 5 Jahre warten. Dann können... Iran, ja. Genau in kleinen Schritten wurde auch die Scharia in Iran... Genauso. Und die zweite Frage war, erinnern Sie mich, jetzt komme ich auch an meine Grenzen. Das Recht des anderen. Ja genau, mein Recht, das ist, bin ich hundertprozentig bei Ihnen. Wir dürfen nicht Kinder als Objekte ihrer Eltern sehen. Kinder sind unabhängige Wesen. Und sie haben das Recht, das auch Erwachsene haben, auf freie persönliche Entfaltung. Ja, es steht im Grundgesetz, dass die Eltern das Recht auf Pflege und Erziehung. Wer bestimmt dann, was zur Erziehung alles gehört? Ich meine, ich kann kein Kind indoktrinieren und sagen, das ist mein Recht. Da muss der Staat, und das, was fehlt im Gesetz, da ist, dass Kinderrecht in der Verfassung verankert werden sollte. Wir haben Tierschutz. Ist das nicht merkwürdig? Wir haben Tierschutzgesetz, aber kein Kinderschutzgesetz. Weil wir denken, wir gehen davon aus, dass die Eltern per se gut sind. Nein, die Kinder sind keine Objekte der Eltern und auch das Gesetz muss diese Wehrlose auch schützen vor Indoktrinierung, vor Gewalt und. Also wir schützen ja Kinder vor Gewalt. Deshalb bin ich auch ein Gegner der Abschneidung, auch wenn ich dadurch auch einige jüdische Freunde auch beleidige. Aber das ist meine Haltung. Finger weg von dem Körper eines Kindes. Du bist religiös, du kannst dich selbst verstümmeln, wie du willst. Aber die Kinder dürfen nicht darunter leiden. Irgendwann entscheiden sie selber. Das ist die Gesellschaft, die Freiheit, die Aufklärung hat uns beigebracht, uns von unserer Herkunft distanzieren zu können, um das richtig einzuschätzen, zu kritisieren, aber auch zu optimieren. Die Aufklärung hat uns beigebracht, dass unsere Herkunft nicht unser Schicksal ist für immer. Wir dürfen auch das verändern. Es ist nicht naturgegeben, weil jemand als Moslem geboren ist, dass man immer auch als
strenggläubiger Moslem bleiben muss. Es gibt auch Leute, die als Atheisten geboren werden. Sie dürfen später Muslime oder Christen werden. Das dürfen wir. Aber die Schule ist ein Ort, wo die Gedanken diskutiert werden, wo die Kinder Freiheit nicht nur theoretisch lernen, sondern Freiheit erleben können, schmecken können und lernen, auch aus den alten Strukturen herauszutreten. Diese Gesellschaft kann sich niemals entwickeln, wenn ein Kind genauso denkt später wie sein Vater oder seine Mutter. Vielen Dank. Vielen Dank.